ja wieder Power ohne Ende. Ja, wenn die alte Anneliese vom großen Check kommt, ist sie wie ein junges Mädchen. Junges Mädchen? Ich dachte, du stehst nur auf reife Frauen. Erwachsene Frauen. Apropos Frauen. Unser neuer Rettungsassi, der soll ja ein richtiger Schürzenjäger sein. Macht jeder an. Ich dachte, der wäre verheiratet und hat Kinder. Ach, wie kommst du denn darauf? So einer ist doch nicht verheiratet. Der ist Junggeselle. Wo stecken denn die beiden? Nein. Oh nein, oh super. Pete, Pat, wird das heute noch mal was? Hey Mann, ist ja schon halb acht. Kannst du uns immer früher wecken? Papa, du sitzt auf meinem Platz. Ach, ist es heute dein Platz? Entschuldigung. Patricia, du hast einen Wecker. Aber im ganzen Zimmer nur eine verdammte Steckdose, die geht. Aber wenn ich mal einen Knoten mache. Was bist du denn so hektisch? Ich bin doch nicht hektisch. Ich bin rechtzeitig aufgestanden. Ich komme nicht zu spät zur Schule. Mann, das kann man ja nicht mit ansehen. Gib her. So ein Scheiß. Wasser ist kalt. Guten Morgen. Wozu brauchst du denn Wasser? Zum Waschen vielleicht? Schnauze, sonst Beule. Hey. Und wo kommt der her? Ist das ein Hamburger? Nee, der kommt irgendwo aus dem Süden. Ein Bayer? Hatten wir auch noch nicht. Und das Beste kommt noch. Rat mal, welche Waffengattung. Das ist doch von der Marine, wie Tommy. Mm-mm. Nein, bitte sag's nicht. Doch, vom Heer. Irgend so ein Spaten-Paule. Und das sind doch diese verbissenen, diensteifigen Typen, ohne Sinn für Humor. Ach, Prost, naja. Übrigens, der Platz in dem Papa gehört mir. Ach, was? Was ist das denn? Chickenbändiger. Ist ja cool. Was ist denn das her? Kannst du mir auch eins besorgen? Mach doch deinen Schuh selber. Hallo, Rocky! Du, Alex, bei dem müssen wir vorsichtig sein. Schleimt sich bei den Vorgesetzten ein und hintenrum gibt's Zunder. Das sind ja schöne Aussichten. Und ein Klugscheißer soll er sein. Kann alles, weiß alles. Ich habe keine Ahnung, Pete. Du weißt ja nie was. Woher soll ich schon wissen, ob du heute Sport hast? Kenn ich deinen Stundenplan auswendig? Na schön, dann bist du dran schuld, wenn ich keine Turnschuhe dabei habe. Dann bin ich eben schuld, ich bin ja immer schuld. Beeil dich lieber. Ciao, Paps, bis heute Mittag. Tschüss. Heute Mittag? Bis heute Abend, Alter. Tschüss, ihr Süßen. Das ist ja so doof. Na, noch nervös vor deinem ersten Tag? Nö, Kollegen sollen sehr nett sein. Ich bring dich noch mit raus. Weiß denn Sabine schon, was da auf sie zukommt? Sag dir bloß nichts. Du kennst sie doch. Sie will jeden Menschen erst mal selber kennenlernen. Ich sag dir eins. Wir werden uns noch nach Tommy sehen. Tja, unser Tommy. Den vermisse ich jetzt schon. Kein Schweinkram im Garten. Morgen, Papa. Alfred, kommst du heute Abend wieder zum Essen? Ja, vielen Dank. Das ist wirklich nett von euch. Hör mal, ist das selbstverständlich. Ina, kannst du mal nach der Heizung schauen? Die Kinder haben kein heißes Wasser. Ja, schauen kann ich, aber von schauen wir das nicht ganz, ne? Dann hau eben drauf. Verdammt. Morgen. 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 Na, schon so früh? Ich dachte, ich koche mal Kaffee auf unserer wunderbar frisch reparierten Kaffeemaschine. Ja, das mache ich gleich. Heute noch. Na, freust du dich auch schon auf den neuen Rettungsassistenten? Klar. Wisst ihr irgendwas über ihn? Wir? Nö, wir doch nicht. Wir kennen auch nur seinen Namen. Paul Reinders? Du, ja, ich bin's. Sag mal, weißt du, wo die große Rohrzange ist? Tja, die hier ist er auch nicht. Die müsste noch bei Alfred sein. Weißt du, da war doch letztes Wochenende das Waschbecken verstopft. Natürlich, bei Alfred. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Danke dir, ciao. Tschüss. Ja, Carola. Ich mache ihn schon nicht zu stark. Ich weiß, mein Herz. Hansen. Hi, ich bin's, Opa. Peter? Ja, genau der. Liebe Grüße auch von Sabine und Frank. Ich wollte mal hören, wie es dir so geht. Ach ja, es geht halt so. Immer weiter. Hm? Ich vermisse Oma schon sehr. Ja, klar, wir auch. Tja. Ich weiß, es ist jetzt ein blöder Zeitpunkt. Aber Oma hat doch immer gesagt,
Wenn ich mal ein Problem habe, kann ich zu euch kommen. Was ist denn los? Bist du in Schwierigkeiten, Peter? Nein, nein. Aber ich muss ein Auto kaufen und ich kann dir das richtige Megaschnäppchen machen, der totale Super-GTI. Aber wir haben dir doch erst zum Geburtstag Geld für ein Auto gegeben. Ja, aber es war ein totaler Fehlkauf. Nach 4 Monaten ist der Motor verreckt. Warum hast du denn nichts gesagt? Nichts gesagt, weil ich wollte dich nicht beunruhigen, gerade jetzt, wo Oma... Ja, Mensch. Egal, der Wagen ist hin. Aber ich kann jetzt was richtig Gutes kriegen. Ah, ich verstehe. Aber ich hab nicht genug. Und das muss total schnell gehen. Das ist ein richtiges Schnäppchen. Ich könnte Hannes schicken, ein Freund von mir. Der würde das Geld bei dir abholen. Und Oma hat doch immer gesagt, wenn ich mal was brauche... Ja, wie viel brauchst du denn? 3000 Euro. Ja, da muss ich aber erst zur Bank. Moin. Morgen! Die Parkplätze sind dir reserviert. Nö. Hier hat keiner was Eigenes. Gut. Oh, wer hat denn Zucker in meinen Kaffee getan? Oh, da habe ich wohl deine Tasse erwischt. Meine. Die stand auf meinem Platz. Seit wann ist das denn dein Platz? Ja, okay. Der Neue ist da. Ein Porsche-Fahrer. Sagt das was über seine Qualifikation? Ach, nö, nö. Ich werde mich mal umziehen. Oberfeldwebel Reinders meldet sich zum Dienst. Oberstabsarzt Petersen. Kommen Sie, ich stelle die Kollegen vor. Major Karun, unser Pilot. Tag. Herr Major. Und Hauptfeldwebel Wolke, der Bordtechniker. Moin. Moin. Setzen Sie sich doch. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, gern, danke. Es gibt leider nur löslichen, denn unsere Kaffeemaschine hat den Geist aufgegeben. Ach, soll ich mal nachgucken? Wenn was kaputt ist, muss ich schrauben. Hm, nein, bloß nicht. Das machen wir selber. Vielen Dank. Setzen Sie sich doch. Gibt's hier feste Plätze? Ich hatte heute Morgen schon Ärger deshalb. Feste Plätze? Nein, sowas haben wir hier nicht. Peter schickt mich. Ja, gut. Lass mal ab. Moin, moin, Albrecht. Ich komme mal durch die Hintertür. Moin, Hinnerk. Da kann ich mal unsere Rohrzange ausleihen. Ja, aber die hat dein Schwiegersohn da liegen lassen, ne? Ja. Also, eins. Was machst du denn da für Geschäfte, Alfred? Keine Geschäfte. Der Peter, der will sich ein Auto kaufen. Und der Hannes hier, der holt für ihn das Geld ab. Ja, mal langsam. Kennst du den da überhaupt? Der Peter hat ziemlich eilig, sonst ist der Wagen weg. Ja, hast du das mit dem Peter abgesprochen, das mit dem Geld? Ich habe mit dem Peter doch heute Morgen telefoniert. Was ist denn? Tja, weil nämlich der Junge da, der sitzt die ganze Zeit in seinem Auto vor deiner Tür. Den habe ich vorhin schon gesehen. Jetzt wissen Sie, wo Sie die Ausrüstung finden. Na, hoffentlich kann ich mir das alles merken. Ach, das geht schnell. Wo finden Sie die Häs? Rechts oben. Nee, Moment. Links.
Tubus? Tubus. Rechts unten. Gut, Herr Mann. Sie sind ja ein richtiges Genie. Sie sind bestimmt ein klasse Memory-Spieler. Gegen Sie hätte ich wohl kaum eine Chance. Wo wollen Sie das denn wissen? Sie kennen mich doch gar nicht. Na, ich meine nur, als Pilot, da muss man doch viel mehr im Gedächtnis haben. Beim Fliegen muss man doch jede Sekunde eine Entscheidung treffen und darf nichts vergessen, oder? Sag mal, wir werden ja ziemlich viel Zeit miteinander verbringen und irgendwie arbeitet es sich besser, wenn man nicht so förmlich ist. Ich finde, wir sagen alle du zueinander. Ist das nicht ein bisschen schnell? Ich meine, du sagt man, weil man sich besser kennt, nicht weil man zusammen arbeitet. Ja, klar, aber... Vielleicht mögen wir uns alle gar nicht. Ja. Und dann stehen wir da mit unserem Du. Nicht, dass ich das erwarte, aber ich finde, da sollten wir uns ein bisschen Zeit lassen. Einsatz! Zweite Tür rechts. Ja. Das ist ja eine Type. Der lehnt das Du ab. Obwohl er es von seiner Vorgesetzten angeboten bekommt. Er braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Sag mal, ihr beiden, habt ihr irgendein Problem mit ihm? Wie kommst du darauf? Weibliche Intuition. Na, wo geht's hin, Kamerad? Meine Straße! Hat die vielleicht auch einen Namen? Entschuldigung, Sonnenräder, Seite 17. Okay, here we go. Ein Sparkplatz. Unser Job ist es nicht, die Landschaft umzugraben. Dafür haben wir die Pioniere. Verstehe ich nicht. Das ist ein roter Aschenplatz. Der staubt wie Sau. Aber wer Dreck liebt, ist kein Mensch, er ist kein Tier. Er ist ein Panzergrenadier. Die Full Landing Check ist completed. Rekrutor ist frei. Noch 3 bis zum Boden. Das passt, nur nicht weiter nach vorne. Musik, machen Sie bitte Platz für die Notärzte. Machen Sie doch Platz. ET, ist es Hinak? Alfred. Meine Frau. Ja. Was ist da passiert? Ja, da hat was von Räuber. Der Tee ist am besten mal drauf. Es wird gleich besser, Alfred. Wir sind ja da. Guten Tag, Petersen. Ich bin die Notärztin. Was hat er bekommen? Wie ist sein Zustand? Kollege weiß Bescheid. Tiefe Schnittverletzung am Oberschenkel. Ziemlicher Blutverlust. Druck bei 80. Es läuft. Wir haben die provisorische Abbindung gelassen. Danke. Dann sind Sie ja schon bestens versorgt. Sie bekommen jetzt noch einen kleinen Pieks von mir und dann gleich was gegen die Schmerzen. Oh. Dankeschön. Noch eine Hays, Fanta und die Laborröhrchen. Mach mal fertig. Ja. Danke. Wir ersetzen die Abbindung durch... Dankeschön. Wenn ich die Abbindung löse... Na, mit Ihnen kann man arbeiten. Der hat ja Nerven, einfach auf dem roten Ascheplatz zu landen. Naja, er wollte halt helfen. Der soll hinten helfen, vorne sind wir zuständig. Bei Tommy wäre das nicht passiert. So, da sind wir ja. Hey, die sieht ja nett aus. Das Bein hoch, bitte. So, wie sieht's aus? Wir fliegen UKE. Ich mach da schon mal den Heli klar. Danke. Ja, hoffentlich kriegen Sie den Kerl. Wir werden sehen. Sie haben mir den Täter ja recht gut beschrieben. Da fällt mir noch was ein, wo hab ich nur meinen Kopf? Der Kerl, der hat einen Ring. Aber nicht am Ohr, sondern am Auge. Am Piercing? Jo. Wir fliegen UKE. Okay. Ja, aber man glaubt ja nicht, dass sowas Schreckliches direkt nebenan passieren kann. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben eine super Ärztin. Und ausgerechnet Alfred. Seine Frau ist vor kurzem gestorben. Und jetzt? Wolke! Ja, ich komme. Ich muss los, aber ich gebe Ihnen mal meine Karte. Vielleicht rufen Sie mal im Rettungszentrum an. Ja, aber... Einfach anrufen. Oder vorbeikommen. Paul! Wie geht es Ihnen? Das wird schon. Alfred, du kommst jetzt in die Klinik. Du wolltest doch immer schon mal fliegen, hä? Das kriegen wir schon, Alfred. Die Frau Doktor ist ja da und unsere Paul. Carola.
Wer ist Carola? Seine Frau. Sie ist vor einiger Zeit gestorben. Florian Hamburg hört. Hier ist der SR71 mit einer Anmeldung für das UKI. Zustand nach tiefer Schnittverletzung am linken Oberschenkel. Das ist verstanden, SR71. Wir geben das weiter. Amber Grader, Medevac 7152 ist Ambulance Sonnenrenner, inbound UKI. Er ist schon sehr hilflos, seit seine Frau gestorben ist. Wir greifen ihm unter die Arme, wo es geht. Noch eine Häs. Wie sieht's aus da hinten? Könnte besser sein. Knapp 2 Minuten noch. Die Full Landing Check ist completed. Die schöne Sabine. Tiefe Schnittverletzung mit starkem Blutverlust. Bisher 3 Häs, 1 Ringer, 0,1 Fenter. Ich wusste gar nicht, dass du heute Dienst hast. 1, 2, 3. Und das, wo du doch sonst alles weißt. Das sieht aber nicht gut aus. Sofort Kreuzblut abnehmen und 4 Konserven kreuzen. Schon passiert. Gut. Die Frau denkt mit. Sowas muss belohnt werden. Ich habe Karten für die Oper. Fidelio. Wie wär's? Fidelio. Das passt gut. Geht deine Frau auch mit? Häuslicher Unfall? Ein Verbrechen. Sowas gehört doch verboten. Verboten? Das ist Vorschrift. Prüfung des Stabilisators auf eventuelle Schäden. Nein, so einer schönen Frau einen Schock zu verpassen. Was? Ich dachte, der jede anbaggert, sitzt bei uns hinten. Nicht jede. Tolle Frau, was? Hast du schon mit ihr verabredet? Mhm. Aber sie hat meine Karte. Und sie wird sich melden. Jede Wette. Ist Ihnen das schon mal passiert? Sie zu einem Einsatz kommen und Sie kennen den Patienten? Einmal. Und ich hoffe, dass das nie wieder passiert. Übrigens Respekt. Das war absolut professionell. Na, Sie wissen ja, wenn es darauf ankommt, macht man die Handgriffe wie im Schlaf. Viel Zeit zum Nachdenken hat man ja nicht, Gott sei Dank. Und, wie sieht's aus? Sie operieren gleich. Wir können. Wohnen Sie dort schon lange, Paul? Ja, das Haus gehört der Familie schon seit 2 Generationen. Aber ich bin praktisch erst letzte Woche dort eingezogen. Ich war ja die ganze Zeit in Berlin stationiert. Wo kommen Sie ursprünglich hin? Geboren bin ich in Thüringen und aufgewachsen in Potsdam. Ich dachte, Sie kämen aus Bayern. Bayern? Nee. Bayern kann ich nur aus dem Urlaub. Hier muss es sein. Warum müssen wir das eigentlich machen? Weil Mama das gesagt hat. Du machst doch sonst nie, was Mama sagt. Du vielleicht? Mach mir nicht an, du blöde Zicke. Du mich auch, du Idiot. Ich hab echt keinen Bock. Seid doch wieder total öde. Wir hängen rum und müssen mit alten Zackern in Kitteln quatschen. Na, ihr beiden? Zu wem wollt ihr denn? Kann ich euch irgendwie helfen? Oh ja, das ist ja total nett. Alte Knacker, was? Hey, der Notsender gehört da hin und deshalb bleibt er auch da. Wenn wir die Trage rausnehmen, dann stört der. Der hat noch nie da gestört. Tommy hat der Sender anfangs auch immer gestört, bis er gemerkt hat, dass das Ding da doch am besten hängt. Ich rufe in der Klinik an, sobald wir gelandet sind. Hoffentlich kriegen Sie den Kerl. Before landing check is completed.
Der ist aus Bayern. Von wegen, der kommt aus Thüringen. Moment, ich habe nicht gesagt, dass es so ist. Ich habe nur gesagt, ich habe es gehört, ja? Gehört, ja, ja. Ich dachte immer, du glaubst nur, was du siehst. Ja, was sehe ich denn da? Was? Astrid, was treibt dich denn hierher? Sehnsucht. Doch nicht vor allen Leuten. Also, ich habe da keine Probleme. Ich sagte, nicht vor allen Leuten. Ja, ich gehe dann mal. Das ist also Alex' Freund? Ja, da hat aber lange dran gearbeitet. Das soll er ihm mal selbst erzählen. Na, Herr Hohmann, was erfreut Sie so? Nix, gar nichts. Vor dem Mann müssen Sie sich in Acht nehmen. Wissen Sie, wie er bei uns genannt wird? Das Gerücht. Das stimmt ja gar nicht. Ich bin ein Muster in Diskretion. Genau. Ja! Oh, Überraschung! Was? Was macht denn ihr hier? Wir feiern einen Anstand, weil du ja nie an sowas denkst. Haben wir es für dich gemacht? Ihr seid ja verrückt. Wo ist Mama? Die kommt mit Opas Auto und bringt das Futter. Müsste eigentlich schon längst da sein. Hey, was ist denn hier los? Darf ich vorstellen, meine Kinder? Zwillinge, auch wenn man es nicht sieht. Sie sind verheiratet. Seit 12 Jahren, glücklich und zufrieden. Was soll ich denn dazu sagen? Wie wär's denn mit zum Wohl? Ich wiederhole, das Auto Opel Corsa, Farbe Rostbraun, mit dem Kennzeichen HH für Hamburg, Gustav Richard, 24, Rest unbekannt, ist unterwegs in Richtung Ring 2. Verstanden, Peter 17-2. Ich halte die Augen offen. Ich habe mit dem Krankenhaus gesprochen, die sagen, Alfreds Zustand ist stabil. Das freut mich aber. Ja, schneide dich an. Ja, gleich, Papa. Und fahr nicht so schnell. Oh nein. Nicht schon wieder. Hamburg. Bei einem Raubüberfall im Stadtteil Alsterdorf wurde heute Morgen ein 65-jähriger Rentner schwer verletzt. Ein Betrüger, der den Mann mit dem sogenannten Enkeltrick um eine größere Geldsumme gebracht hat, wurde von einem Nachbarn erkannt. Scheiße. Gesucht wird eine männliche Person Anfang 20, Größe ca. 1,80 Meter, kurze, blond gefärbte Haare. Besonders auffallend ein Piercing über dem Auge. Ah, so, das reicht. Cola zum Mittag, ich werd noch dick. Was? Von Cola leicht? Bah, stimmt. Der Frau entgeht auch nichts. Was, Herr Major? Nichts, was sie wirklich will. Haben Sie Angst, dass Sie nicht mehr in Ihren Porsche passen? Der Porsche? Ich? Ich fahre doch kein Porsche. Sind Sie auch Flieger? Der doch nicht. Dem wird doch schon schlecht, wenn er auf dem Bordstein steht. Und er ist unser Scherzkeks. Hat aber nur gebrauchte Witze im Angebot. Was musst du gerade sagen, hm? Ich habe gerade im Krankenhaus angerufen. Ihrem Freund geht's gut. Er kommt demnächst auf Station. Ach, Gott sei Dank. Kommt, ich zeige euch das Rettungszentrum, hä? Und den Heli. Na klar. Ich weiß, Herr Major, Finger weg. Hey. Was? Das ist ja wie total irre. Ja, total irre. Ich meine, hast du was fliegt? Ach, das ist reine Physik. Ist ja genau dein Fach, was? Echt? Bist du gut in Physik? Ich war immer eine Niete in Mathe und so. Ist er auch. Darf ich mal eine Steuer knüppeln? Hey. Der Pilot, der kriegt einen Affen, wenn er das sieht. Tja, das wird so schnell nix. Ich kenne ja meine Kiste. Tja, da rufe ich wohl mal besser ein Taxi, sonst kriegen die gar nichts mehr zu essen. Ja, das ist gut. Ich mach mal einen Kaffee. Die ist doch kaputt. Ach ja. So, jetzt ist sie dran. Wenn ich meine Frau nicht hätte, gibt meinen Einstand, das ist doch toll. Ja. Nur mit der Zeit hat sie so ihre Probleme. Aber wir sind ein gutes Team. Das sind wir ja auch. Ja. Das stimmt einfach alles. Darf ich mal was fragen? Klar, alles. Wegen des Du's. Ihre Begründung, es abzulehnen, ist, wie soll ich sagen, ein bisschen schwach. Finden Sie nicht?
Da steckt doch noch mehr dahinter. Ihnen kann man nichts vormachen, was? Es geht schon. Manchmal. Was ist passiert? Bei meiner letzten Einheit, da gab es einen Hauptmann, mit dem ich mich sehr gut verstand. Wir waren gleich per Du und so und er kam uns oft besuchen und so weiter. Habt ihr Alex gesehen? Hier ist er nicht. Er hat sie repariert. Toll. Alex? Und weiter? Dann hat Gregor, so hieß der. Wir hatten eine Gartenparty und ich sehe, wie Gregor mein Kumpel Gregor meine Frau anbaggert. Ich meine, so richtig plump und bescheuert. Und seitdem? Seitdem sind Sie vorsichtig. Genau. Peter 17-2 für Michel. Michel hört? Ich habe das fragliche Gebiet jetzt dreimal abgefahren. Von der gesuchten Person keine Spur. Das ist verstanden. Dann übernehmen Sie wieder Ihren Streifenbezirk. Verstanden. Ende, Peter 17-2. Michel an alle Einsatzkräfte mit einer Fahndungsmeldung. Gesucht wird eine männliche Person, Anfang 20, Größe ca. 1,80 Meter, kurze, blond gefärbte Haare. Bekommen wir hier eine Depesche auf den Drucker? Na, damit die Jungs und Mädels nochmal schriftlich haben, wo es hingeht. Kriegt ihr denn einen Polizeifunk rein? Klar. Peter 17-2 für Michel. Michel hört. Ich verfolge einen Wagen. Es könnte sich um den gesuchten Räuber handeln. Verstanden. Geben Sie Position und Fahrtrichtung an. Er versucht zu entkommen. Wir fahren den Ball damit lang. Bleiben Sie dran. Wow. Wo bleibt denn die Verstärkung? Peter 17-1 und 17-4 sind unterwegs. Na, hier seid ihr. Oh Mann, ich muss mal mit Ihnen reden. Was ist denn da los? Die verfolgen den Betrüger von heute Morgen. Der Alfred überfallen hat. Und das Fieber? Ist es noch so hoch wie heute früh? Das ist etwas runtergegangen. Und wie geht's dir? Ich fürchte, mich hat's auch erwischt. Ich habe einen ganz dicken Kopf. Wir haben auch alle die Grippe. Petersen habe ich schon nach Hause geschickt. Über 120 drauf. Verdammt, da kommt eine Baustelle. Ich habe hier nur noch drei Leute. Dann will ich dich auch gar nicht länger stellen. Ich komme so früh wie möglich. Gib dir einen kleinen Kuss von mir. Was ist passiert? Der Flüchtige ist an eine Baustelle gerast. Er hat einen der Arbeiter erwischt. Der Wagen liegt auf dem Dach. Oh, Scheiße. Hi. Schön, dass Sie vorbeikommen. Ich habe übrigens gute Nachrichten wegen Ihres Nachbarn. Ja, ich weiß, er ist über den Berg. Er ist operiert worden, ja. Ich würde Sie auch gerne mal woanders treffen. So, ja! Oh! Oh, lass das, hör auf damit! Sag mal, bist du übergeschnappt?
Du fasst meine Frau nicht an. Deine was? Ich. Ich muss zum Einsatz. Oh. Was ist mit dir passiert? Ich bin nur auf dem Hundehaufen ausgerutscht. Unfall auf einer Baustelle. Freihafen, Nähe alter Elbtunnel. Hier. Heimat, Reader, Medevac 7152, Airborne Advance Back, inbound, Freihafen. Paul? Ist was? Nein. Dr. Petersen, die Notärzte. Keine Angst, wir kümmern uns um Sie. Ich werde es mir Ihren Körper abtasten und Sie sagen mir, wenn es weh tut, ja? So, es geht los. Ah! Vermutlich Schlüsselbeinfraktur. Okay? Blutdruck 130. Das ist gut. Ah! Vermutlich Unterschenkelfraktur. Bewegen Sie mal Ihre Arme, bitte. Sterile Kompressen für die Schürfwunden. Du bleibst bei ihm, ich schau mir mal den anderen an. Alles klar. Tag, Petersen, Notärztin. Sie haben ihn rausgeholt? Ja. War er ansprechbar? Nein, überhaupt nicht. Wir intubieren. Und mach schon mal die Thoraxdrainage fertig. Ja, aber er hat ihn doch umgefahren und er liegt da hinten und... Hören Sie, der Mann da hinten ist nicht in Lebensgefahr, dieser schon. Ja, aber... Wo sind wir? Gut, ihr kümmert euch bitte um den anderen. Wahrscheinlich Unterschenkel- und Schlüsselbeinfraktur. Schürfwunden. Alles klar. Komm. Davor habe ich immer Angst gehabt. Immer. Du verfolgst einen und der baut einen Unfall. Sie haben den Mann doch nicht umgefahren. Zugang liegt? Ja, Zugang liegt. Ihr bringt ihn bitte ins UKE. Was? Alex, hol bitte unsere Trage. Die Drecksau fliegt und kühl wird gefahren? Wird jeder bestens versorgt. Zieh mal bitte 01 Fenter auf für die Kollegen. Stiffneck und Kopfverband. Näher ran, Mensch. Danke. Supra 1 zu 10 auf.
Schafft das? Ich hoff's. Schon wieder. Das machst du doch extra, oder? Genau. Patient mit schwerem Schädelhirn und Thoraxtrauma nach Verkehrsunfall. Zustand nach Spannungsknäuel. Thoraxdrainage liegt sehr bradikat. Hat Atropin und Supra bekommen. Labor, Schädel-CT, Thoraxröntgen. Super. Okay. Okay, jetzt zwei. Wenn du heute noch mal hier reinkommst, dann... Ich weiß. Dann ist ein Abendessen fertig. Vielleicht kommt noch ein Patient rein. Mehrere Frakturen, starke Schürfwunden. In 10 Minuten höchstens. Ich will zu Mama an der Unfall auf der Baustelle. Das geht jetzt nicht. Bitte, lassen Sie mich zu ihm. Ich will zu meinem Mann. Ich schau mal nach. Seien Sie doch vernünftig. Ich will zu meinem Mann. Bitte beruhigen Sie sich. Frau Kühn, Ihr Mann wird gleich gebracht. Aber die haben doch gesagt, der Hubschrauber war da. Sie sind doch die Flieger. Warum ist denn mein Mann noch nicht hier? Ihr Mann war nicht lebensgefährlich verletzt. Verstehen Sie, er kommt mit dem Rettungswagen. Aber dann haben Sie den anderen Mann im Hubschrauber mitgenommen? Den Verbrecher, der ihn totfahren wollte? Wir entscheiden nach medizinischen Kriterien. Das war bestimmt nicht leicht für mich, Frau Kühn. Dieser Fahrer hat einen Freund von ihm auch schwer verletzt, aber er war in Lebensgefahr. Und das zählt für uns. Wir retten Menschen. Wir entscheiden nicht, ob die gut sind oder schlecht. Für Angehörige ist es besonders schwer zu verstehen. Für sie muss es so ausgesehen haben, als hätten wir uns um den Täter mehr gekümmert als um das Opfer. Wir haben unsere Position sehr gut vertreten. SR 71 von Florian Hamburg kommen. Der SR 71 hört. SR 71, wo stehen Sie? Wir sind in der Luft, Ortsteil Barmbek. Ja, dann übernehmen Sie mal. Rotenbaum, Chaussee, Ecke Binderstraße. An der Bushaltestelle. Dort ist eine nicht ansprechbare Person. Ihre Zeit 15.10 Uhr, Ihre Einsatznummer 428. Das haben wir mit, wir übernehmen. Neuer Einsatz, es geht nach Düsseldorf. Hier. Hier! Na. Danke. Hammer Grid Medevac 7152. Receiving new mission. Destination is Pöseldorf. Destination is copied. Clear to direct to Pöseldorf. Call me short prior landing. No problem. Okay, Alex, das ist kurz hinter der Außenalster. Wir müssen so in 2 Minuten da sein. Ist der RTW schon vor Ort? Bis ich die Antwort habe, sind wir längst da. SR 71 von Florian Hamburg kommen. Der SR 71 hört. Die Rückmeldung vom RTW 13 Bertha. Die Person ist wieder ansprechbar. Sie sind dort nicht mehr erforderlich. Das hat der SR 71 mit. Dann fliegen wir nach Hause. Ist doch schön, wenn die Leute gesund sind und wir pünktlich Feierabend machen können. Okay, das reicht. Was ist hier los? Herr Reinders, ich hatte absolut keine Ahnung, dass das Ihre Frau ist. Verdammt nochmal, du hast... Ach, gar nichts hab ich. Ich hab die Frau beim Einsatz gesehen und ihr meine Karte gegeben und gedacht... Sie vernasche ich mal so nebenbei. Quatsch. Ich fand sie einfach nur nett und wollte mal mit ihr ausgehen. Mensch, Alex, ich hätte noch nicht im Traum daran gedacht, wenn ich gewusst hätte, dass das seine Frau ist. Das hat er dir wohl klar gemacht, vermute ich. Ja, das kann man wohl sagen. Es tut mir leid. Bitte verzeihen Sie mir. Okay. Mensch, da seid ihr ja endlich. Evi. Na, darf ich vorstellen, das ist Evi, meine Frau. Hallo. Hallo.
Frau Reinders, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hatte keine Ahnung. Naja, ist ja noch mal gut gegangen. Ist es nicht. Du hast mir erzählt, wir bekommen einen besserwisserischen, Porsche-fahrenden, ledigen, frauenaufreißenden Heeresfuzzi als neuen Assi. Und? Ja, das hat man mir erzählt. Roman. Okay. Sorry. Das war einfach eine Verwechslung. Also, raus mit der Sprache. Okay, es gibt da noch einen Rettungsassistenten. Der heißt Reimers mit M. Nicht Reinders, Reimers. Ja, und ich habe irgendwie den Namen vertauscht. Mhm. Gut. Da wir uns jetzt alle zum Teil sehr intensiv kennengelernt haben, wie sieht's aus? Ich bin's einfach nicht gewohnt, wenn ich jemanden vom Team sitzen muss. Naja, Sie sind meine Vorgesetzte und ich bin es nicht gewohnt, dass ich meine Vorgesetzten... Na gut. Sabine. Paul. Alex. Paul.